Ja, herzlich willkommen hier im Weißen Saal und es geht hier weiter mit Martin Steiger. Martin muss man eigentlich nicht vorstellen, er hat, glaube ich, bis jetzt an jedem Winterkongress einen Vortrag gehalten und er wird uns heute wieder erklären, wie man mit der Polizei umgehen muss oder wie man sich verhalten muss, wenn man unfreiwilligen Kontakt hat mit dir. Viel Spaß, bitte Martin. Ja, vielen Dank, Paki. Mein Thema heute, Spielregeln für den unfreiwilligen Kontakt mit der Polizei. Und ihr kennt das bestimmt, die Polizei, dein Freund und Helfer. Und das stimmt natürlich häufig, das gibt's, aber nicht immer, ganz klar. Und wo gilt das natürlich überhaupt nicht? Das ist beim unfreiwilligen Kontakt mit der Polizei. Polizei könnt ihr immer auch daran denken, Staatsgewalt. Aber typischerweise haben wir mit der Polizei zu tun. Schauen wir doch mal so einen unfreiwilligen Kontakt an. Stellt euch vor, es ist dunkel, früher Morgen, 5.42 Uhr. Ihr schläft tief und fest. Ihr seid vielleicht schon mal aufgewacht, habt auf den Wecker geblickt. Oh, ich kann noch etwas schlafen, ich muss erst um 7 Uhr aufstehen oder ich kann sogar ausschlafen. Ja, ihr seid wirklich gut unterwegs. Ihr genießt das Leben bei euch im Schlafzimmer. Es klingelt. Ihr träumt zuerst so, wer klingelt da? Aber ihr merkt, es klingelt wirklich an der Haustür und ihr fragt euch, was könnte das sein? Brennt es? Ein Notfall? Ein schlechter Scherz? Ist irgendwie Schulsilvester oder so? Ihr steht auf, halt wie er schläft, im Pyjama, nackt, halbnackt, keine Ahnung, allein, zu zweit. Jedenfalls, ihr steht auf, geht vielleicht zur Tür, blickt aus dem Fenster, nutzt eure Überwachungskamera, die Gegensprechanlage. Jedenfalls, ihr schaut mal, wer ist da eigentlich, wer will da was von mir? Und ihr stellt dann fest, da stehen 3, 4 Leute draußen in Uniform. Guten Morgen, Polizei. Häufig 2 Männer, 2 Damen, aber kann ganz unterschiedlich sein. Die sagen freundlich guten Morgen, allenfalls eben im Mehrfamilienhaus beim Hauseingang oder so. Aber die sind da und die fragen dann, dürfen wir reinkommen? Ihr werdet da nicht lange überlegen können, denn die Frage ist ja rhetorisch gemeint, ist einfach Höflichkeit. Ja, die wollen reinkommen und die kommen rein, denn die wollen bei euch eine Hausdurchsuchung durchführen. Die wollen also in euren Safe Space, in eure Wohnung, in euer Haus, wollen die eindringen, die wollen was. Und im Idealfall werden sie euch dann so etwas zeigen oder das mündlich erklären. Ja, guten Tag, Polizei so und so, Kantonspolizei Zürich. Wir haben einen Auftrag der Staatsanwaltschaft, einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl oder auch Hausdurchsuchungsbefehl. Die wollen also was? Und eben denkt daran, ihr seid erst gerade aufgestanden, halb nackt, ihr seid noch ziemlich müde, ihr denkt so, ah, was ist da los? Ihr lest da etwas harte Pornografie. Was wollen die von mir? Was ist da eigentlich los? Und da schon mal sehr wichtig, es steht ja so plus minus, wieso bei euch die Hausdurchsuchung durchgeführt wird. Das heißt aber nicht, dass es berechtigt ist. In diesem Fall war die Hausdurchsuchung unberechtigt. Der Verdacht war falsch. Aber gut. Auftrag von der Staatsanwaltschaft an die Polizei, so etwas macht die Staatsanwaltschaft normalerweise nicht selbst. Kann aber sein, dass eine Staatsanwältin, ein Staatsanwalt dabei ist, wenn ihr wichtig seid. Im Normalfall macht das aber die Polizei allein. Und wenn ihr das dann lest oder euch das erklären lässt, immer sehr höflich im Gespräch, ja eben Hausdurchsuchung, die wollen durchsuchen, die wollen Papier durchsuchen, die wollen Geräte durchsuchen, vielleicht auch wollen sie auch euch durchsuchen oder so und dann auch Dinge mitnehmen, beschlagnahmen. Und nein, da hat nie ein Gericht darüber entschieden. Es gab also keine Richterin, keinen Richter, der gesagt hat, ja, bei euch darf man eine Hausdurchsuchung durchführen. Das liegt in der Kompetenz der Staatsanwaltschaft. Also im Wesentlichen unter gewissen, doch sehr großzügigen Bedingungen entscheiden die eben bei euch eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Ganz klassisch in dieser Situation, das beste Verhalten wäre Don't Panic. Ganz ruhig, lasst euch nicht stressen. Aber da müssen wir ehrlich sein, das ist unwahrscheinlich, das ist einfacher gesagt als getan. Es ist immer noch früh am Morgen, ihr werdet langsam wach, ihr seid das nicht gewohnt, diesen Kontakt mit der Polizei schon gar nicht auf diese Art und Weise. Die Wahrnehmung, haben mir auch schon Mandanten erzählt, ist eher diese, ja, da kommt irgendwie das Sondereinsatzkommando mit dem Helikopter in voller Ausrüstung und keine Ahnung, was die machen. Also das ist Stress. Don't Panic wäre gut, das gelingt aber nicht immer. Und wieso wäre es gut? Eine Reaktion aus einem echten Fall ist hier die beschuldigte Person, die hatte dann eben Panik. Die rannte zu ihrem Computer und versuchte, Festplatten rauszureißen. Und ja, die Polizei beschrieb das dann in ihrem Rapport. Der Beschuldigte ließ sich verbal nicht davon abhalten und musste mit der notwendigen körperlichen Gewalt in Handfesseln gelegt werden.
Das ist mal von der Erfahrung her sehr unerfreulich. Man will nicht von der Polizei mit der notwendigen Gewalt in Handfesseln gelegt werden. Da seid ihr dann sehr schnell am Boden und gefesselt. Das tut weh. Aber was noch schlimmer, das kann dann strafbar sein. Das kann Hinderung einer Amtshandlung sein. Wie gesagt, im erwähnten Beispiel mit diesem Hausdurchsuchungsbefehl, da war die Person dann unschuldig. Der Vorwurf war falsch. Aber wenn ihr falsch reagiert, wenn ihr durchaus aus guten Gründen Panik habt, dann kann eben sowas passieren. Dann werdet ihr nicht wegen harter Pornografie verurteilt, sondern wegen Hinderung einer Amtshandlung. Jedenfalls sind die dann da und die schauen sich um und häufig wollen sie an die IT ran. Und die wollen sie mitnehmen. Die nehmen dann eure Notebooks mit, eure Computer, eure Server, eure Smartphones, Tablets, Datenträger, USB-Sticks, einfach alles, was nach IT riecht. Vielleicht auch ein paar Papiere oder so, aber vor allem IT. Ihr könnt also eure IT goodbye winken. Die werdet ihr nicht so schnell wieder sehen. Und ihr müsst halt nicht nur goodbye winken, sondern ihr braucht ja IT, nehme ich an. Also die meisten von uns, die wollen ein Smartphone und so weiter. Das werdet ihr also neu beschaffen müssen, denn eben das seht ihr nicht so schnell wieder. Und selbst wenn es früher oder später wieder kommt, im besten Fall, ja, wollt ihr IT nutzen, die bei der Polizei, die bei der Staatsanwaltschaft war? Vertrauenssache. Hier sehr wichtig, man wird euch dann typischerweise fragen, ja, können Sie uns die Passwörter nennen? Gibt es Zugangsdaten zu E-Mail-Konten und so weiter? Macht das bitte nicht. Bitte nicht, auch wenn die sehr freundlich fragen, auch wenn ihr die Passwörter, Zugangsdaten sogar auswendig kennt, was ja schon mal schlecht wäre, aber macht das bitte nicht. Denkt daran, diese Passwörter, diese Zugangsdaten, die öffnen das Tor zu eurem gesamten digitalen Privatleben. Selbst wenn ihr größtes Vertrauen in unsere Staatsgewalt habt, macht das bitte nicht. Gut, die schauen sich da um und ihr denkt, ja, ist jetzt schon ein wenig privat und so, was machen die da? Dürfen die das? Vielleicht habt ihr juristisches Wissen oder so und beginnt zu diskutieren. Tut mir leid, vollkommen irrelevant. Der Einsatz, die Hausdurchsuchung, die wird nicht abgebrochen, bloß weil ihr juristisch eloquent argumentiert, was von Grundrechten oder so erzählt. Die machen die das. Das kann später relevant sein, aber in diesem Zeitpunkt ist das ziemlich sinnlos, hier was machen zu wollen. Dafür relevant ist, die Polizei ist wegen einem Grund bei euch. Eben der Grund wird euch genannt. In diesem Beispiel war es harte Pornografie. Aber vielleicht gibt es noch andere Dinge bei euch. Und da geht es nicht um die Unordnung oder so. Das steht auch meist schön im Polizeirapport, schön aufgeräumt oder ja, war ein riesen Chaos, dreckig und so. Aber das ist dann nicht relevant. Aber es gibt bei vielen vieles zu finden. Also, hier zum Beispiel, oder eure Pilzzucht, irgendwelche Pillen, die rumliegen, Betäubungsmittel überhaupt, oder eure Manga-Sammlung. Denkt bitte daran, in der Schweiz ist virtuelle Kinderpornografie strafbar. Was also in anderen Ländern ganz legal verkauft wird, ist in der Schweiz strafbar. Muss man aufpassen, Manga, Hentai und solche Dinge. Auch Betäubungsmittel, wir sind nicht so liberal, wie viele denken. Ja, zum eigenen Konsum gehen gewisse Dinge, aber vieles ist eben wirklich nicht zulässig. Und die nehmen das dann auch mit, die rapportieren das. Mein Lieblingsbeispiel ist wirklich alles aus einem einzelnen Fall. Auch hier, das ist nicht alles verboten, aber oben links der IMSI-Catcher damals, das war schon mal nicht gut. Das ist typischerweise ein Verstoß gegen das Fernmeldegesetz. In der Mitte, da würde die Polizei sagen, Einbruchswerkzeug. Manche würden sagen, ja, Lockpicking ist mein Hobby. Dann Magazin, Patronen, wirft Fragen auf, wo ist die Waffe? Oder so, überhaupt das ganze Waffenrecht, noch ein Messer hier, eine Steinschleuder, das ist nicht einfach verboten, aber sind dann Dinge, die mal gerne dann auch mitgenommen werden und die dann Fragen aufwerfen, Fragen, die man, ja, die man nicht unbedingt diskutieren müsste. Wenn ihr nun also zum Beispiel Sportschütze seid, dann sagt das der Polizei, ja wissen Sie, ich bin Sportschütze, ich habe Waffen, Munition oder so, dann kann das eben entspannt werden, bis zu einem gewissen Grad. Neuerdings ein Klassiker sind diese Laserpointer. Bis vor einigen Jahren hätte ich noch so einen Laserpointer hier in der Hand gehalten, um zu präsentieren. Die meisten sind inzwischen verboten. Also wenn man so ein Ding bei euch findet, könnt ihr in Deutschland immer noch problemlos kaufen, dann wäre das ein strafbarer Besitz voraussichtlich. Es gibt nur noch ganz wenige Geräte, die erlaubt sind. Auch das nehmen Sie mit. Und wenn man an eure Geräte denkt, Pornografie zu konsumieren, ist ja legal in der Schweiz grundsätzlich, aber da gibt es ein großes Problem. Ihr googelt irgendwie Porn for free und ihr landet auf etablierten pornografischen Websites. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr euch verbotene harte Pornografie einfängt. Kinderpornografie, Gewaltthemen. Auch wenn ihr das gar nicht wollt, ihr scrollt da durch und ihr seht da die Kategorie Teen, sagt, nein, das interessiert mich überhaupt nicht, bin nicht so ein Pädobär. Aber
Ja, ihr habt das dann schon im Cache-Speicher eures Browsers, ein Vorschaubild, und das wird dann schon mal unangenehm, wenn IT sichergestellt wird, wenn man Zugriff hat auf Behördenseite, wird nach verbotener Pornografie gesucht. Das sind die ganzen Zufallsfunde so genannt, und auch wenn die eben nur zufällig gefunden werden, die können verwendet werden. Hier also vorsichtig, vielleicht daheim wieder mal aufräumen oder so, oder auch beim Computer, kann auch ein Anführungszeichen lustiges WhatsApp-Video sein oder so, das vor 5 Jahren kam das irgendwie zu euch in einer Gruppe, ihr fandet das doof, es wurde automatisch gespeichert, auch das wirft dann wieder Fragen auf. Da kann man dann darüber diskutieren, ist der Vorsatz erfüllt und so weiter, aber ist einfach blöd. Gut, ihr werdet zunehmend wach und ihr sagt, ja, ich will mit meiner Anwältin sprechen. Ihr kennt eine Anwältin oder einen Anwalt. Und ja, das Problem, oder? Es ist am Morgen früh. Mich werdet ihr im Normalfall nicht um 5.48 Uhr telefonisch erreichen können. Dann schlafe ich genauso wie ihr, bevor die Polizei bei euch geklingelt hat. Und das Gerät ist auf Do Not Disturb, ist also schwierig. Es gibt gewisse Möglichkeiten, schnell einen Anwalt zu erhalten. Es gibt ein Picke Strafverteidigung, aber auch die werden kaum zu euch nach Hause ausrücken können. So schnell geht das im Normalfall dann nicht. Deshalb nie falsch, ich sage nichts ohne meinen Anwalt, ohne meine Anwältin. Wirklich wie im Fernsehen, wie im Film, das ist nie falsch. Das ist nie falsch, ist aber erfahrungsgemäß sehr schwierig. Das heißt, es ist Durchhaltewillen gefragt. Und wieso ist das schwierig? Ja, bei uns, die Polizistinnen, die sind im Normalfall sehr nett. Wenn ihr keinen Anlass gebt oder aus einem Grund schlechte Stimmung ist, dann sind die wirklich halt sehr nett. Ihr kommt ins Gespräch, auch sie mussten früh aufstehen, noch früher als ihr natürlich. Und auch das schon erlebt, ja, zum Kaffee einladen. Wollen Sie einen Kaffee? Es ist ja so anstrengend. Man darf höflich sein, ist aber allenfalls der falsche Zeitpunkt. Ihr habt es mit Profis zu tun, ihr seid unter Stress. Wir Menschen haben das Bedürfnis, wenn wir unter Stress sind, darüber zu sprechen. Wir wollen uns erklären, zum Beispiel wollen wir es denen erklären, wieso man unschuldig ist. Auch das ist keine gute Idee. Bitte, bitte wirklich nicht mit diesen netten PolizistInnen plaudern. Ganz normal sprechen etc., das kann man, aber ja, es ist wirklich anspruchsvoll, es ist schwierig. Wie gesagt, die sind halt so nett. Bei all dem, und ich hoffe, ihr seid jetzt dann langsam wach am frühen Morgen bei dieser stressigen Hausdurchsuchung, unbedingt das Stichwort Siegelung. Verlangt die sogenannte Siegelung. Dieses Thema gelangt in letzter Zeit zu einer gewissen Popularität. Im Zusammenhang mit einem Bundesrat und seinem Mediensprecher war das ein wenig in den Medien mit dieser Siegelung, die man verlangen soll, wenn da etwas beschlagnahmt wird, insbesondere E-Mails. Und das bedeutet diese Siegelung, aber wirklich verlangt die im Zweifelsfall immer. Die Siegelung bedeutet, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die darf die Daten zum Beispiel, die bei euch sichergestellt wurden, wenn sie den Zugang hat, die darf sie nicht direkt auswerten, sondern ein Gericht muss darüber entscheiden, darf das beschlagnahmt, darf das durchsucht werden. Und das ist jetzt nicht euer Bonusprogramm, um aus dem Strafverfahren rauszukommen. Ihr könnt also nicht sagen, das muss gesiegelt werden, damit es nicht verwendet werden kann gegen mich. Da geht es um Dinge wie Anwaltsgeheimnis, Quellenschutz, Berufsgeheimnis. Ihr habt vielleicht auch geschäftliche Daten. Ihr seid euch auch verpflichtet, Daten, die eben anderen gehören, zu schützen. Allein schon aus diesem Grund ist diese Siegelung sehr wichtig, aber man gewinnt eben auch Zeit. Und diese Siegelung, die muss man eigentlich sofort verlangen. Ihr habt noch ein wenig Spielraum, aber das schadet überhaupt nie. Das kennt die Polizei inzwischen auch. Eigentlich müsste sie euch auch darauf hinweisen, aber so im ganzen Stress, wenn die Polizei euch erklärt, ja, wollen Sie siegeln lassen? Keine Ahnung. Nein, brauche ich nicht, ich bin unschuldig. Siegelung bitte verlangen. Diese Hausdurchsuchung, die ist dann irgendwann fertig, kommt auch darauf an, wie aufwendig das ist. Und dann ist eigentlich immer der nächste Schritt, man will mit euch sprechen. Man führt eine sogenannte Einvernahme durch, man könnte auch sagen Verhör, eine Befragung. Das kann unterschiedlich sein, ganz selten ist das direkt bei euch daheim. Häufig werdet ihr aber direkt nach der Hausdurchsuchung auf den Polizeiposten mitgenommen und dort will man dann mit euch sprechen. Selten auch mit etwas Verzögerung, ihr seid also daheim und könnt mal euch überlegen, was war jetzt eigentlich los. Aber häufig ist das wirklich direkt, dass man euch mitnimmt, um euch einzuvernehmen. Und bei dieser Einvernahme wirklich weiterhin wichtig, dass ihr zuhört, was man euch sagt. Denn die Polizei oder auch die Staatsanwaltschaft, das steht in der Strafprozessordnung, in der StPO, die müssen euch hier als beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme darauf hinweisen, dass ihr die Aussage und die Mitwirkung verweigern könnt. In verständlicher Sprache.
verständliche Sprache heißt einfach in einer Sprache Deutsch, Französisch, Englisch oder so, die ihr versteht, aber nicht im Sinn, dass ihr wirklich versteht, worum es geht. Aber die müssen euch darauf hinweisen. Das sieht man auch häufig in den Protokollen, wird das perfekt, steht das drin, man hat das hingewiesen und die beschuldigte Person wird protokolliert, ja, ich habe das verstanden. Aber mehr dann nicht, die Person, die beginnt dann zu plaudern. Wie gesagt, es ist schwierig in einer solchen Situation, man ist der kommunikativ veranlagt, man ist ein höflicher Mensch, aber hier wirklich sehr, sehr wichtig, dass man die Aussage erst einmal verweigert, einfach nicht ins Plaudern kommen. Und das bedeutet eine Aussageverweigerung. Es bedeutet eben, dass man sagt, ich sage nichts, ich mache keine Aussage, ich verweigere die Aussage. Auch hier nicht differenzieren. Man kann wirklich 100-mal, 500-mal kann man einfach sagen, ich mache keine Aussage. Nicht Ja sagen, nicht Nein sagen, nicht Dinge erklären, nicht sagen, ich weiß es nicht mehr. Das sind schon inhaltliche Aussagen. Wenn ihr Pech habt, dann wird auch protokolliert, wenn ihr den Kopf schüttelt, wenn ihr nickt, wenn ihr irgendwelche Gestik macht. Einfach im Idealfall, ich sage nichts, ich mache keine Aussage, ich verweigere die Aussage. Das ist eben auch noch so ein Punkt. Wenn die Polizei das wahrnimmt und das protokolliert, auch schon bei der Hausdurchsuchung, dann müsst ihr das nicht bestätigen, aber im späteren Verfahren ist es in den Akten drin und wir sagen, ja, ein Polizist, eine Polizistin, die haben eine erhöhte Glaubwürdigkeit. Die wissen genau, was sie sehen. Sie sind darauf geschult, die sind vertrauenswürdig. Das muss nicht stimmen, aber so wird es dann halt wahrgenommen. Also auch hier, auch wenn es wirklich anstrengend ist, die Polizei, die darf einfach fragen, auch wenn ihr 20 Mal gesagt habt, ich verweigere die Aussage, die fragen weiter, wieso fragen sie weiter? Sie wissen, dass viele Personen irgendwann dann doch ins Reden kommen. Eben, es ist auch anstrengend, was soll das überhaupt? Oder auch ganz gemein, wieso verweigern sie die Aussage? Ja, das wurde am Anfang doch gerade gesagt. Aber auch hier nicht eine Diskussion führen über die Strafprozessordnung. Die Polizisten, der Polizist, die wissen, was sie euch gesagt haben am Anfang, wie sie euch belehrt haben. Auch da wäre die richtige Antwort, ich mache keine Aussage. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, Martin, du hast jetzt irgendwie 10-mal gesagt, nicht plaudern, keine Aussage und so weiter. Wieso ist das überhaupt wichtig? Wieso soll ich mich nicht erklären? Das wäre doch noch praktisch, dann wäre das Ganze auch erledigt. Auch bei der IT und so kann sein, dass der nette Polizist sagt, ja komm, gib das Passwort raus oder kommen Sie, geben Sie die Zugangsdaten raus, dann kriegen Sie es wieder. Ist meistens erstens falsch und eben denkt an euer digitales Privatleben. Aber bei der ganzen Aussageverweigerung geht es einfach darum, ihr riskiert euch wirklich um Kopf und Kragen zu reden. Kopf und Kragen, denkt daran, das war früher mit dem Schwert die Hinrichtung. Das sind so die Körperteile, die davon besonders betroffen sind. Heute ist das ja zum Glück nicht mehr so. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr geköpft werdet. Aber ihr wisst halt noch nicht, was Sache ist. Ihr spekuliert vielleicht, ihr habt eine Idee, aber ihr habt einfach nicht den Überblick zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, ihr könnt euch auch nicht sinnvoll überlegen, was soll ich sagen und was soll ich nicht sagen. Das ist auch in voller Kenntnis der Angelegenheit sehr anspruchsvoll, was man eben sagen soll und was man nicht sagen soll. Aber ihr wisst das einfach noch nicht. Da muss man ganz ehrlich mit sich sein. Ihr, in diesem Beispiel bei der Hausdurchsuchung, da steht irgendwie eben harte Pornografie, also zum Beispiel Kinderpornografie, also ihr denkt, nein, was könnte das sein? Dann habt ihr eben vielleicht noch Zufallsfunde. Es gibt auch Dinge, die ihr noch nicht gar nicht, ihr wisst das noch gar nicht, ihr wisst überhaupt nicht, wie das Verfahren zustande gekommen ist. Es gibt einfach viele unbekannte Elemente. Deshalb ist es wirklich sinnvoll, erstmal die Informationslage verbessern, denn es ist kein Problem. Zu einem späteren Zeitpunkt könnt ihr immer noch Aussagen tätigen. Ihr verliert erfahrungsgemäß nichts, wenn ihr im ersten Anlauf das durchhält, keine Aussage zu machen, denn eben später geht das dann schon noch. Und wieso geht es eben später auch noch? Bis jetzt wart ihr ja vom Gefühl her, aber vielleicht auch tatsächlich mehr oder weniger allein. Aber so soll es eben nicht sein. Man wird euch bei der Einvernahme auch darauf hinweisen, dass ihr berechtigt seid, eine Verteidigung zu bestellen. Und das bedeutet, ja, da kommt jetzt eine Anwältin, ein Anwalt, eine Strafverteidigerin, ein Strafverteidiger ins Spiel. Das ist nicht immer notwendig, gesetzlich gesehen, aber das solltet ihr wirklich immer in Anspruch nehmen. Keine Einvernahme ohne Anwältin, keine Einvernahme ohne Anwalt, überhaupt kein intensiverer, unfreiwilliger Kontakt. Bei euch daheim, bei der Hausdurchsuchung war das halt nicht möglich, aber hier ist das sehr sinnvoll. Auch lasst euch nicht mal den Kosten abschrecken. Zum Teil wird so gefragt, dass man euch fragt, ja, aber das klingt dann so teuer und so weiter. Das ist
gut investiertes Geld am Anfang, so 500 bis 1000 Franken oder so, ist auch der sogenannte Anwalt der ersten Stunde. Da habt ihr einen Anspruch darauf. Zumindest im Kanton Zürich wird euch das bezahlt, wenn ihr keine Mittel habt. Es gibt auch die sogenannte amtliche Verteidigung. Also spart hier nicht am falschen Ort. Denn das ist einfach sehr wichtig. Auch gerade bei dieser Aussageverweigerung, wenn da jemand dabei ist, der unterstützt, der eben auch unabhängig ist, der auch hier einspringen kann. Eben, jetzt sagt ihr wirklich perfekt, nach einem kurzen Gespräch mit eurer Anwältin, eurem Anwalt, sagt ihr wirklich 20 Mal, 40 Mal, ich mache keine Aussage. Beim 41. Mal merkt euer Anwalt, und dann springt er hoch, oder? Und sagt, stopp, 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 ich empfehle Ihnen, weiterhin die Aussage zu verweigern. Oder auch wenn irgendwie die Polizei euch Märchen erzählt oder so. Ja, es hilft, eine Person in einer starken Position, eben eine Anwältin, einen Anwalt im Raum zu haben. Also Faustregel, Spielregel, keine Einvernahme ohne Anwältin. Im Normalfall kennt man ja keinen Anwalt, oder wenn man eine Anwältin kennt, dann ist diese Person nicht gerade zur Hand. Es gibt aber überall auch ein Pickel Strafverteidigung. Im Kanton Zürich organisiert das der gleichnamige Verein. Nun, euer Smartphone habt ihr ja nicht mehr, also könnt ihr nicht mehr selbst anrufen. Aber die Polizei, die macht das für euch. Die wissen, dass ihr dieses Recht habt, besteht darauf und dann organisieren die jemanden. Und da kommt dann auch jemand wirklich sehr schnell. Da sind immer 5 Anwaltskolleginnen und Anwaltskollegen auf Picke-Dienst 24/7. Wenn man da anruft, dann rotiert das durch diese 5 Personen. Und auch vielleicht gut zu wissen, diese Anwältin, diesen Anwalt, den kann man auch später wechseln. Da seid ihr dann nicht für das ganze Verfahren oder lebenslang damit verbunden. Aber das ist wirklich eine wichtige erste Unterstützung. Und jetzt hatten wir das Beispiel mit dieser Hausdurchsuchung. Das kommt vor, ist aber wohl nicht das Hauptproblem. Aber es gibt erstaunlich viele Hausdurchsuchungen. Ich kenne keine genauen Zahlen, aber es finden täglich x Hausdurchsuchungen statt. Allein die Kriminalpolizei, die Bundeskriminalpolizei, die führt jeden dritten Tag eine Hausdurchsuchung durch und die haben vergleichsweise wenig Fälle. Das heißt, dieses Risiko besteht eben durchaus, das sollte man nicht unterschätzen, gerade wegen verbotenen Inhalten. Die werden in Kanada, in den USA, werden die gefiltert und dann gibt es eine Meldung in die Schweiz und dann führt man im Zweifelsfall bei euch eine Hausdurchsuchung durch. Das kann also passieren, eben auch unschuldig, alles schon erlebt, auch mit falschen Daten und so weiter. Das kann wirklich passieren. Aber was sind andere unfreiwillige Kontakte, wenn das Gleiche gilt? Also, don't panic, keine Aussage, nicht ins Plaudern kommen. Denkt an den Straßenverkehr, eine Velokontrolle, eine Verkehrskontrolle. Auch dort ist zwar vergleichsweise harmlos, aber gerne mal die Frage der Polizei: Wissen Sie, wieso wir Sie anhalten? Und dann habt ihr den Instinkt, euch zu erklären, oh ja, ich bin bei Rot darüber gefahren, oh ja, mit dem E-Bike in der 30er-Zone zu schnell gefahren. Keine gute Idee. Wieso euch unnötig belasten? Aber wir haben dieses Bedürfnis, wir wurden in der Schule darauf trainiert, wir haben Mist gebaut, wir erzählen das und dann, ja, müssen wir irgendwie symbolisch bestraft werden. Und das hier kann dann schon etwas unangenehmer werden. Ganz klassisch auch Fußballstadion, so im Umfeld des Stadions und so weiter, passiert das eine oder andere, auch dort viel Polizei, Kundgebungen, also überall, wo die Polizei unterwegs ist, überhaupt halt Personenkontrollen. Da hilft es, wenn man zurückhaltend ist. Verkehrsunfälle können auch gemein sein. Häufig ist es so, nach einem Verkehrsunfall ist die Polizei also schneller dort als der Krankenwagen. Und die sprechen da mit euch und die protokollieren das später für sich selbst und die sagen, was sie wahrgenommen haben. Und da man ja unter Schock ist nach einem Verkehrsunfall häufig, auch wenn es glimpflich ausgegangen ist, ist es anspruchsvoll, hier eben don't panic und die Ruhe zu bewahren. Und dann ein Fall, den es auch ab und zu gibt, ist die Vorladung. Vorladung heißt, die Polizei und was auch die Staatsanwaltschaft, die kontaktiert euch und sagt, ja, kommen Sie doch bitte mal vorbei. Wir haben in dieser und dieser Sache ein paar Fragen für Sie. Und das gibt es häufig schriftlich, kann aber auch kurzfristig passieren, dass euch jemand anruft von der Polizei, sagt, guten Tag, Müller, Kantonspolizei Zürich, Posten so und so, könnten Sie übermorgen um 9 Uhr bitte vorbeikommen, auch ohne große Erklärungen. Kann sein, wenn ihr nachfragt, dass die Person sehr nett ist und euch Informationen gibt, aber das kann auch sehr informell grundsätzlich erfolgen. Und da müsst ihr dann hingehen. Da könnt ihr also nicht sagen, das ist freiwillig. Wenn das dann freiwillig, eben, dann werdet ihr ab einem gewissen Punkt polizeilich vorgeführt. Aber die meisten, die gehen dann da natürlich hin. Hier einfach, was mir immer in den Sinn kommt, ist dieses Thema hier. Die Polizei, die warnt selbst vor der falschen Polizei in der Leitung. Jetzt, da geht es vor allem um Betrügereien gegenüber Senioren oder so. Aber auch hier, ich wäre also wirklich vorsichtig, wenn da einfach sich die Polizei meldet. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann ruft die 117 an, sagt, ja, mir hat soeben diese und diese Person angerufen, können Sie mich mal durchstellen.
So kann man gut herausfinden, ist das legitim oder nicht. Man soll auf Nummer sicher gehen. Die Datensicherheit, Informationssicherheit auch hier gewährleisten, dass man nicht mit einem falschen Polizisten, mit einer falschen Polizistin verbunden ist. Noch ein Hinweis zu diesen Personenkontrollen. Das ist häufig das Thema, muss ich den Ausweis zeigen? In der Schweiz muss man keinen amtlichen Ausweis mitführen. Es ist aber häufig der falsche Zeitpunkt, um seine Grundrechte zu verteidigen. Denn man kann euch zur Identitätsfeststellung mitnehmen auf den Polizeiposten. Es kann viel einfacher sein, wenn ihr wirklich nicht gute Gründe habt, keinen Ausweis dabei zu haben, keinen Ausweis zu zeigen, dass ihr den zeigt. Denn dann ist das Problem meistens erledigt. Gerade bei diesen Personenkontrollen seid ihr häufig gar nicht im Visier. Oder ja, man müsste euch nicht mitnehmen. Aber kann dann eben halt passieren. Und eben da empfehle ich dann grundsätzlich, den Ausweis zu zeigen. Wenn ihr halt keinen dabei habt, ist das auch okay. Aber man wird dann allenfalls euch mitnehmen, um die Identität festzustellen. Das kann unangenehm sein und es kostet halt auch Zeit. Was bedeutet das jetzt alles für die Spielregeln beim unfreiwilligen Kontakt mit der Polizei? Ich versuche das zusammenzufassen. Ihr habt jetzt ja schon vieles mitgenommen, was diese Spielregeln eigentlich sind. Aber wirklich sehr, sehr wichtig. Don't panic auf der ganzen Stufe. Wenn ihr dazu in der Lage seid, ist schon sehr vieles gewonnen. Das ist nicht einfach, aber es ist wirklich vieles gewonnen. Gilt ja auch sonst im Leben, aber auch im Umgang mit der Polizei. Ja, unfreiwilliger Kontakt, eben höflich sein, zurückhaltend, aber diese nicht als eure neuen Freunde behandeln. Denn das sind sie in dieser Situation nicht. Die Polizei ist eben nicht immer dein Freund und Helfer. Im Zweifelsfall die Aussage verweigern, da könnt ihr nie etwas falsch machen. Auch wenn euch die Polizei vielleicht etwas anderes erzählt, da könnt ihr wirklich nie etwas falsch machen, wenn ihr die Aussage verweigert. Passwörter, Zugangsdaten nicht herausgeben. Wirklich, das schadet euch. Die können immer noch versuchen, sich Zugang zu verschaffen zu den Geräten. Machen sie dann zum Teil auch, aber das nicht herausgeben. Die Polizei darf euch übrigens nicht zwingen, den Finger auf den Fingerabdruckleser beim Smartphone zu halten oder darf auch nicht die Kamera vor das Gesicht halten. Aber was ist, wenn sie das trotzdem macht? Also auch hier bitte vorsichtig. Und dann eben diese Siegelung verlangen. Das ist sehr wichtig, dass man dort zumindest auch noch ein Abwehrmittel hat. Das sollte man beanspruchen. Und schließlich die Strafverteidigung. Ihr braucht Unterstützung in einem solchen Verfahren, auch wenn ihr euch gut auskennt. Ihr kennt ja dieses Sprichwort allenfalls. Ein Anwalt, der sich selbst vertritt, selbst verteidigt, ist ein Esel. Das gilt generell. Da sollte man also professionelle Unterstützung suchen. Das ist aber die Akutsituation. Es kann natürlich eben auch sein, dass man sich vorbereiten will, ist auch sinnvoll. Die meisten haben das zum Glück noch nie erlebt, werden es allenfalls auch nie erleben, aber Prävention, die hilft. Die hilft übrigens nicht nur für den unfreiwilligen Kontakt mit der Polizei, sondern auch zum Beispiel, wenn bei euch jemand einbrechen will, daheim. Also, was sind typische Präventionsmaßnahmen? Zum Beispiel Daten und Geräte verschlüsseln. Das klingt selbstverständlich. Bei den Smartphones sind die meisten heute auch verschlüsselt. Bei den Computern ist es aber häufig nicht der Fall. Zum Beispiel bei den Macs ist der Firewall, die Systemverschlüsselung, standardmäßig immer noch nicht aktiviert. Die müsst ihr also selbst aktivieren. Ansonsten hat man wirklich sehr einfach Zugriff auf eure Daten. Und eben, das muss nicht nur die Polizei sein. Das kann auch sein, dass ihr das Gerät im Zug liegen lässt, dass es gestohlen wird oder so. Da will man Verschlüsselung haben. Systemverschlüsselung zum Glück heute wirklich auf allen Geräten eigentlich verfügbar, aber man muss es zum Teil noch selbst aktivieren. Und die beste Verschlüsselung, die hilft natürlich nur, wenn ihr sichere Passwörter verwendet. Das sind vor allem Passwörter, die lange genug sind. Und das bitte auch beim Smartphone. Viel zu viele, allenfalls auch hier im Saal, haben immer noch eine 6-stellige PIN auf dem Smartphone. 6 Zahlen. Und das ist häufig nicht gut genug, gerade wenn Behörden versuchen, an eure Daten ranzukommen. Und eigentlich gibt es heute keinen Grund mehr, eine solche PIN zu verwenden. Ihr könnt auf dem Smartphone ein Passwort setzen. Wieso? Ihr müsst das ja nicht mehr ständig eingeben. Früher muss man das ständig eingeben. 200 Mal pro Tag muss man dieses doofe Passwort eingeben. Aber heute haben wir Gesichtserkennung, Face ID beim iPhone, Touch ID. Das heißt, das kann man nutzen. Also ihr könnt wirklich, das geht auch bei jedem Smartphone heute, ein richtiges, sicheres Passwort verwenden, eben mit dem Vorteil, ihr müsst das ja nicht ständig neu eingeben. Aber lernt auch, wie ihr diesen biometrischen Zugang, Face ID, Touch ID auf dem iPhone, deaktivieren könnt.
nämlich immer dann, wenn unfreiwilliger Kontakt mit der Polizei droht. Grenzübertritt könnte es ein Fall sein oder Teilnahme an einer Kundgebung. Ja wirklich, bitte, wenn ihr an der Kundgebung seid und die Polizei filmen wollt, nehmt nicht euer Smartphone und filmt mit dem Smartphone, das ihr nicht verlieren wollt. Die Polizei mag es nicht, gefilmt zu werden, die holt euch raus und nimmt euch mindestens mal das Smartphone ab. Und eben, dann wäre es noch blöd mit Face ID, Touch ID, vielleicht kommen die ja auf dumme Ideen und halten euch das Ganze mal vor das Gesicht oder so. Also auch hier lernen, wie man es deaktivieren kann, geht sehr einfach, muss man aber wissen, kann man, wenn man das weiß, wie es geht, auch in der Hosentasche mit zwei Fingern oder so deaktivieren. Dann auch präventiv und auch hier wieder, nicht nur gegen die Polizei, auch gegen sonstige Gefahren. Ihr braucht eine unabhängige Datensicherung. Was heißt das? Bei der Hausdurchsuchung nimmt man ja alles mit. Vielleicht nicht nur bei euch daheim, vielleicht auch im Büro oder noch an anderen Orten, wenn es hochkommt. Aber die Daten sind dann mal weg. Und ihr braucht diese Daten noch, um euer neues Smartphone aufzusetzen zum Beispiel. Also die Daten, die müssen unabhängig irgendwo liegen, typischerweise halt extern, Cloud-Backup oder sonst ein Server bei einem Freund oder so, natürlich verschlüsselt. Das hilft ungemein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man zwar mit Zeitaufwand und gegen Geld bei der Polizei Daten kopieren lassen, aber das geht ja auch wieder nur, wenn die Daten nicht verschlüsselt sind. Also es ist extrem blöd, wenn ihr zur Polizei müsst und sagt, ja, meine Dissertation, 2 Wochen vor Fertigstellung, die liegt auf diesem verschlüsselten Gerät, kann ich eine Kopie haben? Dann sagt die Polizei, ja gern, aber den Schlüssel, das ist dann natürlich blöd. Also unabhängige Datensicherung, das hilft in jedem Fall. Ja, dann diese ganzen Zufallsfunde habe ich erwähnt. Da ist dann eure Strafverteidigung, die ist wirklich sehr froh, wenn man bei euch also keine verbotenen Betäubungsmittel, keine verbotenen Laserpointer, keine verbotene Pornografie und keine verbotenen Waffen und solche Dinge findet. Und schließlich nicht warten mit dem Kontakt mit einer Rechtsanwältin, mit einem Rechtsanwalt. Zum Beispiel, wenn ihr eine Vorladung kriegt, wenn der Polizist anruft, wenn ihr einen Brief kriegt, ja, so früh wie möglich, nicht zuerst ein paar Tage warten auf den letzten Moment. Alle sind viel beschäftigt. Es hilft, wenn man etwas Zeit hat, sich vorzubereiten. Termine können häufig verschoben werden. Das aber meistens nur, wenn eine Anwältin, ein Anwalt im Spiel ist. Dann gewinnt man auch wieder etwas Zeit. Auch hier lohnt sich das. Und ich hatte auch schon den Fall, hat mich jemand angerufen, ja Steiger, ich habe in der Zeitung von einer Verurteilung gelesen. Ich habe das Gefühl, das habe ich auch gemacht. Können wir mal darüber sprechen, wie ich damit umgehen soll? Solche Dinge können auch helfen bei der Prävention. Und wenn ihr eben früh genug das macht, könnt ihr auch ein wenig umhören, könnt ihr schauen, wer käme da denn in Frage, wäre es für mich geeignet, auch bei euch vor Ort. Hier nochmals der Hinweis auf das schon erwähnte Pike Strafverteidigung, den Verein in Zürich. Wenn ihr hier in Zürich unterwegs seid, ist es keine dumme Idee, diese Telefonnummer zu notieren. Denkt daran, ihr könnt dann allenfalls da nicht mehr anrufen, aber bei der Hausdurchsuchung oder sonst, wenn etwas passiert, wenn man euch mitnimmt, dann habt ihr vielleicht eine Partnerin, einen Kollegen oder so, die können da auch schon anrufen und sagen, ah, mein Freund, wir hatten soeben die Hausdurchsuchung, die Polizei hat ihn jetzt mitgenommen, kann jemand helfen? Das kann durchaus sehr sinnvoll sein, dass man sich eben schon zu diesem Zeitpunkt hier meldet. Und das funktioniert zumindest hier im Kanton Zürich meiner Erfahrung nach ziemlich gut. Das gibt es aber auch in anderen Kantonen, kann man sich informieren. Hier zum Beispiel auf der Website des Schweizerischen Anwaltsverbandes, der Titel hier ist Rechtsauskunft, aber wenn man genau hinschaut, am Anfang der Kanton Aargau, da ist auch das dortige Pike Strafverteidigung. Wie gesagt, ist häufig nicht der Anwalt, die Anwältin, die man dann behält, aber ihr braucht in dieser schwierigen Situation, braucht ihr Unterstützung. Diese Unterstützung braucht jeder Mensch in dieser Situation, denke ich. Da sollte man keine falschen Vorstellungen haben. Man hat diese Erfahrung nicht, man ist eben persönlich betroffen, man hat die Distanz nicht und man sollte eben kein Lerngeld bezahlen müssen, denn ja, ein Fehler genügt und man ist in einer Situation, die schon unangenehm ist, aber dann noch viel, viel schwieriger wird. Und für alle schließlich, die das Ganze noch vertiefen wollen, es gibt vom Anwaltskollektiv, auch hier in Zürich, gibt es ein sehr empfehlenswertes Buch, Strafuntersuchung, was tun, das ist dieses gelbe Buch. Da wird wirklich sehr anschaulich erklärt, wie läuft denn so ein Strafverfahren. Nicht nur das, was ich heute erwähnt habe, Hausdurchsuchung, unfreiwilliger Kontakt, Aussageverweigerung, sondern wirklich das ganze Strafverfahren wird hier sehr verständlich erklärt. Das gibt es für kleines Geld im Buchhandel oder direkt auf der Website dieses Anwaltskollektives. Und wer zuerst einmal die Gratis-Variante will, der kann dieses Merkblatt hier beziehen, Strafuntersuchung, was tun, gibt es auch in mehreren Sprachen.
Und was hier nur schon sehr gut ist, hier wird eben auch erklärt, was bedeutet das Ganze, dieser unfreiwillige Kontakt. Wieso braucht ihr Unterstützung? Wieso solltet ihr nichts sagen? Der Hintergrund ist da wirklich, ihr seid ziemlich allein, ihr habt keine Erfahrung in diesem Bereich, ihr seid betroffen. Und auf der Gegenseite steht die Staatsgewalt, da stehen Polizistinnen und Polizisten, da steht eine Staatsanwaltschaft, ein riesiger Mechanismus mit Leuten, die das schon lange machen, die dafür bezahlt werden, die ihren Job machen, die mögen noch so nett sein, aber die machen eben ihren Job und ihr braucht genauso professionelle Unterstützung, um dieses Ungleichgewicht ein wenig zu kompensieren. Es ist so noch schwierig genug. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Martin. Wenn ihr Fragen habt, dann seht ihr hier zwei Saalmikrofone. Bitte reiht euch dort ein. Und bevor ihr jetzt... Nee, ich sehe jetzt jemanden. Bitte. Ich habe eine Frage zu diesem Picke-Strafverteidigung, wo du gezeigt hast. Also ich kenne aus Deutschland, ich hatte auch schon Strafverfahren in Deutschland laufen, die ich alle freigesprochen worden bin, also die, die noch laufen. und mir wurde da von einigen Leuten davon abgeraten, diese Picke-Nummern anzurufen, weil mir gesagt worden ist, dass das meistens eher unerfahrene Anwälte sind und es meistens Orte gibt, wo erfahrenere Anwälte, wo erfahrener sind, Leute annehmen. Und ich finde es spannend, dass in der Schweiz wird aber dieses Picke-Strafverteidigung sehr oft auch von Anwälten, die ich sehr stark vertraue, empfohlen. Und daher frage ich mich, woher diese, also ob in der Schweiz das Problem auch ist, dass man dort sehr schnell einen unerfahrenen Anwalt bekommt. Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Jeder Freispruch ist ein Erfolg. Ich wünsche dir auch bei den weiteren Verfahren natürlich, dass du da auch reinkommst. Das will man immer als Ziel. Man muss unterscheiden. Es gibt die sogenannte amtliche Verteidigung. Das heißt, wenn ihr keinen eigenen Anwalt mandatieren könnt, keinen Anwalt kennt, dann kann euch dort auch einer von der Staatsanwaltschaft eben gestellt werden. Und da gibt es in vielen Kantonen, zum Teil auch noch in Zürich, ist unterschiedlich eine Liste, da kann sich jeder Anwalt eintragen und dort hat es tatsächlich immer wieder Anwaltskollegen darauf, die nicht besonders erfahren sind, die sagen, das mache ich aus Goodwill oder so, die dann eigentlich am falschen Ort sind. Wobei man muss auch sagen, bei dieser Situation ganz am Anfang kann eigentlich ein halbwegs qualifizierter Anwalt nicht viel falsch machen. Der muss euch zur Seite stehen, der muss dafür sorgen, dass ihr euch nicht um Kopf und Kragen redet. Beim Picke Strafverteidigung hier in Zürich ist es etwas anders. Das ist eine kleinere Gruppe, das ist also nicht die gleiche Gruppe wie der Anwaltskollegen, die sagen, ich mache diese sogenannte amtliche Verteidigung, sondern die sind Mitglied, die haben auch gewisse Weiterbildung und so weiter. Es gibt auch hier Unterschiede, das stimmt, aber alles in allem ist das in dieser Situation eigentlich eine gute Lösung. Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, da ist das Vertrauen noch nicht vorhanden oder ich will jemand anders, dann ist es eben immer noch möglich, aber man überlebt diese erste wichtige Situation, wo sich in typischen Verfahren eben schon vieles, zum Teil fast alles entscheidet, überlebt man eben sehr gut. Also deshalb kann ich das empfehlen, auch aus eigener Erfahrung im Umgang mit diesem Picke-Strafverteidigung hier in Zürich. Wie es in anderen Kantonen ist, das kann ich weniger beurteilen. Bitte. Ich habe eine Frage betreffend der Trennung. Wie sieht es aus, wenn die Polizei im Haus steht, mit dem iPad der Kinder oder mit einem geschäftlichen Server, der noch im Keller steht? In dieser Situation hilft wirklich Don't Panic und da gehört dann auch dazu, dass man versucht, das klar zu machen. Dass man also sagt, was gehört wem, dass man sagt, ja, da steht ein Server, das ist irgendwie geschäftlich, das hat wohl nichts mit der Angelegenheit zu tun, wäre ein Problem, wenn Sie den jetzt mitnehmen, ja, dann ist nämlich unser Unternehmen am Ende oder so. Das muss man also kommunikativ lösen. Das funktioniert unterschiedlich gut, wie viel dann mitgenommen wird oder was gemacht wird. Je nach Situation ist es auch möglich, dass man zum Beispiel Daten einfach kopiert, also die Hardware nicht mitnimmt, ist aber auch sehr unterschiedlich von der Kompetenz her. Aber das muss man versuchen, kommunikativ zu lösen. Das Problem ist ein wenig, dass die Polizei halt den Auftrag kriegt und zum Teil dann diese Differenzierung nicht macht. Aber sie können auch je nachdem Rücksprache nehmen mit der zuständigen Staatsanwältin, mit dem zuständigen Staatsanwalt, also in jedem Fall darauf hinweisen. Aber ich habe auch schon erlebt, dass auch Tablets von Kindern und so mitgenommen wurden, dass auch schon irgendwie geschäftliche Server, die wirklich nichts damit zu tun hatten, aus Sicht der betroffenen Personen mitgenommen wurden. Das muss man dann danach sehr schnell versuchen zu lösen. Da kann man dann auch als Anwalt intervenieren, eben wenn du mir dann sagst, ja, die haben jetzt da den Server mitgenommen, auf dem läuft das Unternehmen,
Da kann man schon versuchen, etwas zu machen. Es ist einfach Aufwand, aber lösbar. Und wenn man das von Anfang an kommunikativ lösen kann, dann hilft das. Das Problem ist eben, oder? Man sollte ja eben keine Aussage machen, keinen Zugang geben. Und das erschwert natürlich die Kooperation, auch die Kommunikation. Das ist leider eindeutig so. Da kann es eben auch helfen, wirklich unabhängiges Backup, unabhängige Infrastruktur, auf welche die Behörden nicht gleich zugreifen können. Also was halt immer hilft, sind, wenn man Online-Dienste im Ausland nutzt und nicht zwingend in der Schweiz. Bitte. Meine Frage ist, darf die Polizei auch mit Gewalt Server-Racks aufbrechen? Es gibt auch Server-Racks, die gescheite Schlösser haben. Und was ist, wenn Sie auf einen Tresor treffen, der festmontiert ist? Ja, also die Polizei, die darf grundsätzlich Gewalt anwenden. Man wird zuerst typischerweise fragen, können Sie das öffnen, ja oder nein? Und eben, wenn es nur ein Schloss ist, macht es eigentlich keinen Sinn, das zu verweigern. Denn das kriegt man ja dann schon früher oder später auf. Oder der Tresor wird dann mal mitgenommen oder so, mit mehr oder weniger Aufwand. Das schlägt sich dann im Fall einer Verurteilung, vor allem mit den Verfahrenskosten, nieder, wenn das aufwendig war. Also bei den Daten empfehle ich ganz deutlich, auf die Verschlüsselung zu setzen und eben nicht auf die physischen Barrieren. Physische Barrieren, die sind wichtig im Alltag, auch als Teil der Maßnahmen, die man für die Datensicherheit treffen muss. Aber das ist aus meiner Sicht wieder der falsche Punkt, um hier Widerstand zu signalisieren. Ich möchte noch die andere Frage vertiefen zu der Familie mit den Kindern. Ja. Muss ich auch damit rechnen, dass die Frau und die Kinder mitgenommen werden, also die minderjährigen Kinder, dass die zum Beispiel verfragt werden oder dass man ihnen Angst macht und sagt, also du musst jetzt hier also schon antworten, weil sonst kommen deine Eltern in Probleme. Also können die mitgenommen werden? Kann es sein, dass die befragt werden, ohne dass jemand dabei ist? Also muss ich diese Inhalte auch meinen minderjährigen Kindern vermitteln? Ja, ist vielleicht eine gute Idee, einfach kindersgerecht diese Inhalte zu vermitteln, denn eben Kinder sollen ja nicht eine schlechte Polizeierfahrung machen. Also Verkehrskunde zum Beispiel, die geben über die Straße all diese Dinge, Radfahren, das muss wirklich kindergerecht sein. Im Normalfall würde ich mir da keine großen Sorgen machen, dass man die Kinder mitnimmt oder so. Kinder sind auch speziell geschützt. Im Normalfall muss man schon sagen, ist das Täterprofil männlich. Also die Person, die ins Visier genommen wird, ist meistens männlich, gerade auch in der Familie. Da kann es auch Ausnahmen geben, aber das ist wirklich nicht das eigentliche Problem. Was natürlich tatsächlich gilt, die Kinder, die sehen, was da läuft. Ja? Also das hat dann schon Auswirkungen. Das sind aber nicht Auswirkungen strafrechtlicher Natur, sondern eher persönlicher Natur, denn das müssen die verarbeiten. Das ist ein traumatisches Erlebnis für die Kinder, genauso wie für die Eltern halt. Das ist tatsächlich ein Problem, das du hier ansprichst. Eben, die Polizei in der Schweiz ist bei solchen Situationen üblicherweise wirklich sehr nett, wird mir auch berichtet von Mandanten, aber es ist ein Riesenstress, es wirkt nach, gerade bei Kindern, völlig klar. Ja. Wir haben noch Zeit für eine ganz kurze Frage. Ja, ich hoffe, es ist kurz. Wenn ich mich weigere, mein Passwort rauszugeben, kann ich später im Verfahren dazu gezwungen werden? In der Schweiz kannst du nicht dazu gezwungen werden, rechtlich gesehen. Wir haben ein wenig das Problem mit der Untersuchungshaft. Die ist zum Glück vergleichsweise selten, kommt aber dennoch viel zu häufig vor. Das heißt, du bist dann in Haft und da sind die Bedingungen vergleichsweise großzügig, dass man dich rauslässt. Also du kannst dann sehr lange in Haft bleiben. Das kann dann irgendwann auch zur Beugehaft führen oder dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du auch mit deiner Strafverteidigung halt sagst, okay, jetzt versuchen wir mal die Staatsanwaltschaft davon zu überzeugen, wir liefern etwas, dafür komme ich raus aus der Untersuchungshaft. Aber rein rechtlich gesehen kann man dich in der Schweiz zum Beispiel nicht bestrafen, wenn du kein Passwort rausgibst. Und das ist auch sehr wichtig, diese Passwörter, diese Zugangsdaten bitte nicht rauszugeben. Ja, nochmals vielen Dank, Martin.